Hallo, ich bin Christian, Werkstattleiter von IPC Computer und ich habe hier ein Kundegerät mit dem Fehler, dass der Kunde versucht hat, den BIOS-Chip zurückzusetzen und dabei irgendwas schiefgegangen ist und das Gerät jetzt nicht mehr startet. Wir haben hier ein Clevo W670 SCQ. Das macht nicht mehr viel. Der Kunde hat gesagt, er hat versucht, den BIOS-Chip zurückzusetzen, wie auch immer er das machen wollte. Das weiß ich leider nicht. Er vermutet, dass er irgendwie einen Kurzschluss verursacht hat oder was auch immer. Jedenfalls, wenn man das Gerät einschaltet, blinkt vorne die LED kurz zweimal grün. Ja, und das war's dann auch, was das Gerät noch macht. Es lässt sich also gar nicht mehr starten. Was jetzt natürlich kaputt ist, ist erstmal noch schwierig zu sagen. Vielleicht ist auch nur das BIOS kaputt. Werde ich euch genauer aber gleich sagen, wenn ich das Gerät untersucht habe und dann auch repariert habe. So, ich habe das Gerät jetzt repariert. Schaltet es auch wieder ganz normal ein, wie man gleich sieht. Da waren tatsächlich beide BIOS-Chips defekt. Die musste ausgetauscht werden. Da waren allerdings auch noch ein paar andere Bauteile auf dem Mainboard defekt, die wir mittauschen mussten. Ja, was da genau passiert ist, schwierig zu sagen. Aber man hat es hinbekommen. Das Gerät funktioniert wieder. Bilder davon könnt ihr wie immer in unserem Blogbeitrag anschauen. Dann würde man uns auch über Abo, Kommentar oder Bewertung freuen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.